Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Spiel, The Universum. Das ist ein Spiel, das habe ich schon sehr lange in meiner Spieleliste. Das letzte Mal habe ich das vor einem Jahr gespielt, tatsächlich. Ziemlich genau, habe ich gerade gesehen. Und ich weiß, da ist eine ganze, ganze Menge wohl passiert in der Zwischenzeit. Ich war der Meinung, sollte das nicht auch offiziell rauskommen? Letztes Jahr, dieses Jahr oder so? Oder ich verwechsel das. Ich will mich da jetzt nicht festlegen auf diese Aussage. Aber nichtsdestotrotz spielen wir das immer noch in der Early Access. Und wir spielen das jetzt einfach mal ein bisschen, habe ich gedacht. Und gucken mal, was so auf uns zukommt. Erstmal, willkommen auf dem Mond. Dieser Patch führt unsere erste außerirdische Welt ein. Der Mond. Sobald Sie die Geheimnisse der Raumfahrt entschlüsseln, können Sie die Nuggets zum Mond schicken. Eine Mondbasis gründet, mit Mother Planet hin und her handeln. In kommenden Patches werden wir viele, viele weitere exotische Welten hinzufügen. Dies ist nur der Anfang. Okay. Okay. Lass uns mal überraschen. Ich wollte einmal die Einstellung gucken. Das ist nämlich irgendwie hier nicht so schön. So. Ja, alles gut, alles gut. Ah, man kann was lesen. So. Zurück? Ja, ich glaube, das war richtig. So, dann starten wir mal ein neues Spiel. Ach Gott, okay. Also haben die jetzt auch tatsächlich Planeten in anderen Größen? Was ist das? Kürbis? Okay. Ach so, das ist Halloween bestimmt. Nee, aber Halloween ist relativ weit weg. Wir machen das mal so. Die anderen großen Planeten kann ich leider noch nicht spielen. So, Nug Norris. Das Nugget-Merkmal ist jetzt freigeschaltet. Dieses Nugget hat außergewöhnliche Stärke und Beweglichkeit. Sie können mit einem einzigen Schlag einen Baum fällen und jede andere Ressource mit hoher Geschwindigkeit abbauen. Matenator. Das Nugget-Merkmal ist jetzt freigeschaltet. Verbindet sich weitaus häufiger als andere Nuggets, oft mehrmals hintereinander. Okay. Gut, das sind jetzt unsere Nuggets. Nuggets sind dann... sehen aus wie Chicken McNuggets. Nein, aber Nuggets sind dann tatsächlich die Leute, die wir dann steuern. Ich glaube, hier Naturkatastrophen, Wildtierangriffe, Aggression im Exil. Ich glaube, das lassen wir alles auf neutral. Wildtierangriffe noch nie. Okay. Ich glaube, das lassen wir einfach mal. Okay. Oder? Gut, was haben wir denn hier Feines? Neutral. Nichts an diesem Nugget ist außergewöhnlich. Wahrer Gläubiger. Dieser Nugget wird als Gläubiger geboren. Sie werden für immer treu sein und der Generierung von Schöpferpunkten einen zusätzlichen Schub geben. Laborratte. Aliens finden dieses Nugget faszinierend und schicken häufiger UFOs, um ihre Zivilisation zu besuchen. Martinator. Verbindet sich weitaus häufiger als andere Nuggets, oft mehrmals hintereinander. Überperformance, das Herz ihres Partners gibt leider nach 5 Paarungen nach. Ui. Tiefras verbraucht große Mengen an Lebensmitteln. Naja, wenn er auch so viel zu tun hat. Arnold hat die Tragfähigkeit deutlich erhöht. Geringe Ausdauer, ihr sperriger Körperbau belastet sie und senkt ihre maximale Ausdauer. Großer Esser ist 3-mal so viel wie normale Nuggets. Und was haben wir hier noch? Nug Norris. Dieses Nugget hat außergewöhnliche Stärke und Beweglichkeit. Sie können mit einem einzigen... Schlag einen Baum fällen und jede andere Ressource mit hoher Geschwindigkeit abbauen. Rundhaus kann bei der Arbeit bauen, sammeln und so weiter den Bürgern in der Nähe Schaden zufügen, da sie immer immens stark sind. Rundhaus, alles klar. Vielfraß verbraucht große Mengen an Lebensmitteln. Und die Geschichten haben wir hier noch nicht freigeschaltet. So ein paar Aliens da haben ist auch nicht ganz schlecht, oder? So, machen wir das. Oh, was ist das? Wahrer Gläubiger? Aber... ach, hier kann ich auch noch andere Sachen aus... nö.
Gut. Ach, verrückt, man kann auch nur mit einem Nugget beginnen. Und mit gar keinem? Ach, krass. Nee, aber das ist, glaube ich, ein bisschen... Wie nennen wir denn unseren Planeten denn? Ach nee, Planet Samen. Ich habe erst Planetnamen gelesen. Gut. Wir spielen mit Tutorial, weil ich das ewig nicht mehr gespielt habe. Und beginnen ein neues Leben. Würdest du es vorziehen, geliebt oder gehasst zu werden? Okay. Ich habe ganz früher tatsächlich so ein bisschen gedacht, das ist vielleicht so ein Black-and-White-Nachfolger. Dann habe ich das eine Zeit lang gespielt und festgestellt, nein, dem ist nicht so. Aber, ja, ich habe auch Vater Däumen gespielt. Aber damit kam ich überhaupt nicht klar. Das Spiel und ich, wir standen sehr auf Kriegsfuß. Ja. Manchmal können Nuggets verschwinden, wenn du sie ins Weltall wirfst. Zum Beispiel, du Monster! Ozeane und Seen haben eine begrenzte Menge an Wasser. Wie gut, dass er jetzt gerade die Ozeane auffüllt. Wake up. Wake up, Creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. Touch. Okay. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos, barren and alone, others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. A creator's purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a bare sight, for it came to be that there was day and night. Warmth and cold, and water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Ja, jetzt ist es in unserer Hand. Kameraeinstellung. Sie können die Kamera schwenken. Beschleunigen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit, indem Sie die linke Umschalttaste gedrückt halten. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um sich umzusehen. So, ja, das war klar. Freiflug, halten Sie die Space WSAD. Bewegen Sie die Maus, um sich umzusehen. Okay, ich bin dabei. Ja, dann gucken wir mal hier unseren Mutterplaneten an. Ui, es geht sehr nah ran. Ach nee, das war ja mit rechter Maustaste. Normalerweise drücke ich immer das Mausrad.
Da wird er mir fast schwindelig bei. Achso. Das können wir auch noch. Schnell. Suchen Sie einen geeigneten Ort, um Ihr Epizentrum zu platzieren. Ihre Zivilisation wird um diesen Punkt herum wachsen. Suchen Sie für eine bessere Überlebenschance nach Orten in der Nähe wichtiger Ressourcen wie Wasser, Holzstein und Lebensmitteln. Um das Epizentrum an der gewünschten Stelle zu platzieren, drücken Sie da-da-da-da. Tipp: Es wird nicht empfohlen, diese Aufgabe mit verbundenen Augen. Es wird nicht empfohlen, diese Aufgabe mit verbundenen Augen auszuführen. Ja, gut. Wollte ich gerade machen, dann lasse ich das aber mal lieber. Gut, dass Sie es von vornherein gesagt haben. So. Dann gucken wir mal, ne? Wo können wir denn hin? Hier ist ein schöner Ort schon irgendwie. Was ist das? Das ist ein Busch. Was ist das für ein Vieh? Ist das ein Bär? Oh ja, tatsächlich. Das sieht schick aus. Ja, so Wüste und so wollte ich jetzt nicht so gerne machen. Ich glaube aber tatsächlich, ja, hier bist du eher so auf der Insel. Oh, hier scheint gut zu sein, ne? Guck mal, hier ist richtig viel Stein. Wenn ich das richtig sehe, dass das Stein ist. Hier ist Wasser. Und zur Not könnte man sich hier noch ausbreiten, oder? Ja, und hier ausbreiten. Oder ist hier vielleicht besser? Hier hat man mehr Platz, glaube ich, ne? Aber weniger Bäume. Weißt du was? Wir machen das einfach mal hier hin. Was ist das denn da noch? Oh, ist das ein Meteorit? Ich glaube, ja. Gut, gucken wir mal. Ich möchte mein Epizentrum platzieren. Ist es das hier? Oh, ich glaube, ja. Und zwar möchte ich das gerne hier hin platzieren. Evolutionsturm. Bist du sicher, dass du deinen Evolutionsturm hier platzieren möchtest? Ja. Ach so, und das Intro, ne? Das fand ich super, oder? Und ich überlege gerade, ist das nicht der Sprecher vom Stanley Parable? Doch, oder? Ich glaube ja. Klicken Sie auf den Evolutionstower, um das Forschungsfenster, um auf den Forschungsbaum zuzugreifen. Hier werden Sie den Fortschritt Ihrer Zivilisation im Laufe des Jahrhunderte vorantreiben. Was ist denn heute los? They're called Nuggets. Largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Adahi and Elu, the architects of their species. They are the founders of everything that Nuggets will ever know or achieve. So, öffnen Sie das Forschungsfenster. This is quite a beautiful planet. Try not to ruin it, will you? Forschungszentrum, was ist das? Mother Planet. Kriminalität? Okay. So, Forschungsfenster finde ich. Ist es das? Ja, es ist riesengroß. So, was machen wir als erstes? Lebensmittelkonservierung? Boah, macht Sinn. Wir haben aber, glaube ich, keine Forschungspunkte, oder? Ach, verrückte, verrückt. Als ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Da war der Forschungsbaum nicht so lang. Demnächst. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Kunststoff hatte ich, glaube ich, nicht. Okay. Das ist riesig. Gut. Wissen wir das auch? Ach, hier. Primitive Werkzeuge, da müssen wir hin. Primitive Werkzeuge markieren den allerersten Schritt in eine technologisch versierte Zivilisation. Nun, wenn man weiß, wie man einen Stein mit einem anderen, leicht modifizierten Stein schlägt, dann gilt das als technologisch versiert. Dies wird die Bautechniken verbessern und es Nuggets ermöglichen, wichtige Ressourcen zu sammeln. Okay. Haben wir das. So. Nuggets. Wie sieht's aus? Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared between nuggets,
These include the need for certain essentials like food and water, a stable roof over their heads, and an occasional nap. They want to learn, build, discover, and create. It would all be quite inspirational if they also didn't happen to be the species that initially thought their shadows were trying to eat them. So, Schöpferpunkte. Heiliger Boden, segne Bodum, und wir das leben können. Habe ich überhaupt Schöpferpunkte? Ich glaube nicht, oder? Habe ich das. Das Mausrad drücken. So haben wir das freigeschaltet. Was ist das? Da bauen sie ihr Häuschen. Ja. Ich glaube, das ist mir jetzt nicht das erste Mal passiert. Und wird mir auch nicht das letzte Mal passiert sein. Dass ich aus Versehen darauf drücke. Das ist halt merkwürdig. Ich drehe meine Kamera fast nie mit der rechten Maustaste, sondern immer mit dem Mausrad. Okay. Die bauen sich jetzt ihr Häuschen zusammen. Ach ja, gut, stimmt. Sie haben jetzt ja primitive Werkzeuge, ne? Oh, die sind aber sehr langsam. Und ich glaube, Klamotten wird denen mal ganz gut tun, den beiden. Okay. Ach, ein bisschen Stein fehlt noch. Ihr habt doch genug Stein, oder nicht? Mammuts. Ach, guck. Siberia. Ja, wie cool. Ich kann die zähmen. Nein, wie cool. Wie komme ich hier wieder? Ah. Ja, wie cool. Wir können Tiere zähmen. Aber wenn ich mich recht entsinne, ne, dann war die Maussteuerung, also hier dieses Mauspünktchen, ne, mit diesem Schleier hinten dran, das war auch bei Black and White, oder? Es ist tatsächlich schon länger her, als ich das gespielt habe. Aber ich meine, das war so, ne? So, Nuggets. Baut. Ach so. Wasserrad. Fügen Sie im Forschungswarteschlange den Vorteil Wasserrad hinzu. Wasserrad. Machen wir das doch mal. Wasser ist das Lebenselixier. Deiner Zivilisation. Diese wertvolle Ressource hat viele Einsatzmöglichkeiten. Entweder im täglichen Betrieb von Gebäuden oder was noch wichtiger ist, es hält deine fleißigen Nuggets gesund und munter. Wasser ist etwas, das immer gebraucht wird. Deshalb ist es wichtig, der Welle voraus zu sein, solange du das kannst. Feuer? Wasserflussstudie. Eine Studie über Grundwasser durchzuführen und Brunnenbautechniken zu verbessern, wird zweifellos zu guten Dingen führen. Zum Beispiel können Nuggets herausfinden, dass das Erhöhen der Kapazität von Brunnen erreicht werden kann, indem das Loch einfach ein wenig größer gemacht wird. Die Überzeugung, dass die erste Iteration perfekt war, brachte die Brunnenindustrie für einige Zeit zum Stagnieren. Ah, guck mal, hier kommt ein Mittelalter, modernes Alter. Und ich glaube, dass das Alter hier, Space Age, das gab es damals noch nicht, wenn ich mich recht entsinne. Gut, aber wir sind jetzt wirklich noch ganz am Anfang. Natural Evolution is a wonderful. Um die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen, können Sie klicken. Ja, der hier oben, ne? Alternativ können Sie die Spielgeschwindigkeit erhöhen oder verringern mit Simulationsgeschwindigkeit erhöhen oder Simulationsgeschwindigkeit verringern. Sie können auch jederzeit pausieren und die Pause aufheben mit Taste P. Observe. Unfortunately, it usually ends poorly. We don't have time for that. Fortunately, you have the ability to influence your civilization's evolution and improve its chances of survival.
You can prioritize whatever your heart desires, but remember that the heart is idiotic at best. So use your head instead. That's a pretty good motto to live by. Well, unless you're mining stone, of course. Sie möchte irgendwas von uns? Drücken wir sie doch mal an. Das Buch der Liebe. Lieber Schöpfer, wir wollen nicht so klingen, als würden wir uns beschweren, aber es fällt uns schwer, die ganze Arbeit nur mit uns beiden zu erledigen. Gibt es eine Möglichkeit, unsere Zivilisation zu erweitern? Vielleicht ein paar zusätzliche helfende Hände mitbringen? Ich hoffe aufrichtig, dass es einen einfachen Weg gibt, dies zu tun. Eine, die keine monatelange Beschwerden und seltsame Gelüste beinhaltet, gefolgt von stundenlang qualvollen Schmerzen. Also ich glaube, sie möchte gerade nicht schwanger werden. Nutze die Kraft von Amos Pfeil, um die Bevölkerungszahl zu erhöhen, oder doch? Gut. I didn't think you knew anything about reproduction, Creator. Ja, heul nicht rum. Warte, wo bist du denn? Amor. So, den hier auf jeden Fall. So, was ist das? Laborratte. Ah, okay. Amor. Sperr den Nugget ein Amor. Wo ist denn ihr Partner jetzt da hinten? Quasi unser Arm, Adam und Eva. Nugget Name One. Und Elu sind verliebt. Wer ist er denn? Adahi. Okay. So. Wollen wir die beiden mal nicht stören? Nein, nicht hinluschern. I wasn't aware that mating was a spectator sport. Ein Hirsch. Auch den Hirsch können wir zähmen. Cool. Wasserrad. Forschung ist abgeschlossen. Als nächstes haben wir die Wasserflussstudie. Achso, wir sollen hier nochmal die Geschwindigkeit erhöhen. Oh, would you look at that? Schlüsselgebäude müssen von Muggets gebaut werden. Öffnen Sie zum Starten des Vorgangs die Schaltflechte. Mhm. Konstruktionsmenü über den Schalt... Das ist eine richtige Straße und ein Kran. Konstruktionsmenü über die Schaltfläche. Forschung wählen Sie ein Gebäude aus und platzieren Sie es an der gewünschten Stelle, indem Sie linke Maustaste drücken. Sie können Gebäude mit den Schaltflächen E und drehen. Vorgeschlagene Gebäude, ein Reservoir, ist sehr nützlich, da es Nuggets einen einfachen Zugang zu Trinkwasser bietet. Eine Wasserpumpe versorgt wichtige Gebäude ständig mit Wasser. A little baby nugget. Oh. Aren't they adorable when they're young? Don't get too attached, though. They're still mortal after all. Plus, they will soon be old enough to have an opinion and make questionable life decisions. Let's see how much you like them then. Ja. Finde ich auch gut. Oh, SOS. Anyone here? Help. What are you? Blah. Hear me out. Okay, dann hören wir dich mal an. Oh nein. Gib dem neuen geborenen Nugget einen Namen. Lieber Schöpfer, wir bemühen uns, für unsere Kleinen zu vereinbaren. Ach, wir bemühen uns, Namen für unsere Kleinen zu vereinbaren. Nugget Name 3 möchte sie immer wieder als etwas Trivales wie ein Stick in Stone bezeichnen. Und ich bin kurz davor, ihm die Knochen zu brechen. Ich habe einige passende Namen vorgeschlagen, aber er glaubt, dass ich mich zu sehr bemühe. Können Sie uns bitte helfen, dieses Argument beizulegen? Gut. Hilfe! Nugget Name 3 und Elu benenne die neuen geborenen Nuggets. Klicken Sie auf den Nugget, um den Planet zu öffnen. Ja, machen wir mal. Is this really what you want to spend your time doing? Ja. Aber besser, als wenn unsere Leute unglücklich sind. Stick and Stone. Bagel, wer ist denn Bagel? So
gruselig hier draußen. Da sind wilde Tiere, dornige Büsche und der unaufhörliche Gedanke, dass alles, was wir wissen, eine Lüge ist. Ah, okay. Stick and Stone. Ja, Stone möchte anders heißen. Nennen wir Stone denn? Nennen wir Stone Stick? Und Stick Stone, oder? Ganz the summer sun is excellent for slow roasting a few nuggets. So, haben wir das gemacht. Aber er hat anscheinend auch keinen Namen, oder? Doch, Eddie. So. Ah, okay. Die beschweren sich über die Kälte. Das heißt, was für ein Konstruktionsmenü ist hier? Oh, noch weitere Möglichkeiten. Aber das alles entdecken wir nächste Folge. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sag tschüss.